Hallo und herzlich willkommen zur Folge 156 von Gothic 1 Quentins Kann ich da Bande. In mal. der letzten Folge waren wir in der verlassenen Mine und haben da alles geklärt. Ich hoffe, dass der Doyle, der Rocky ist es, der uns auch 100 Brocken gibt jetzt aus dem Nichts. Kumpel, wieder einmal hast du uns den Arsch gerettet. Du hast den Banditen unschätzbare Hilfe geholfen. Ich danke dir sehr. Die Mine gehört uns Banditen und Söldnern, nicht Gomez. Gut gemacht. Hier hast du etwas Erz. Ja, ob der Dingen dazu jemals noch was zu sagen hat? Der gute alte Lump von Quentin. Übrigens, ich hatte eigentlich vor, ins alte Lager zu gehen, was vielleicht noch gar nicht so die beste Idee ist. Ich glaube, sinnvoller wäre es, wenn wir Saturas erstmal sagen, dass die Feuermagier tot sind. Weil dann sagt der uns ja Xardas und dann könnten die Orkjäger vielleicht auch endlich involviert sein in das ganze Geschehen hier. Aber schön, dass sich das neue Lager und Quentins Bande jetzt auch so ein bisschen vereint hat. Erneut oder schlussendlich oder was auch immer. Eigentlich hieß es ja, glaube ich, erst, dass die und Quentins Bande sich abgespalten hätten von dem neuen Lager. Jetzt scheinen sie irgendwie wieder zusammen zu agieren. Also altes Lager bleibt erst nochmal auf Abstand. Beziehungsweise, warte mal, was mache ich denn hier beim Quatsch? Ich habe doch auch noch eine Rune, oder? Wenn wir die benutzen, flippte Saturas vermutlich direkt aus. Egal, scheiß drauf. Ich gehe jetzt erstmal zu Lee. Und dann sehen wir weiter. Solange ich da nicht sitze. So, Kronos, alles fit. Hallo. Jo. Du Ich mich kann auch. euren Reden gar nicht Ne, der hat nur Scheiß. was ändern. Dann gehen wir mal zu Lee. Ist halt schön, dass man so ein paar administrative Aufgaben und Ideen Vielleicht jetzt hier doch noch mal meine verwirklicht. Dienst. Nach den ganzen Vorkommnissen. Das ist irgendwie ganz gut gemacht. Schön, dich zu sehen, Junge. Danke für deine Besorgnis. Du bist wahrlich ein harter Mann. Ich kann dir sagen, dass es gar nicht so schwer war. Naja. Also, ich Seid glaube, die anderen hier, denen wäre das nicht gelungen. Ich Kann ich bin mich doch durch der Fuhr. anschließen? Nö. Das ist immer noch Standard-Talk. Sonderbarerweise, muss man ja sagen. Weil wir hätten es uns auf jeden Fall bisher schon gut verdient, aber na gut. Entscheide ja nicht ich. Hallo Lee. Hallo. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Sie sind so weit gegangen. Dafür werden Sie büßen. Ich habe die Gardisten und die Untoten aus der Mine vertrieben. Es gab also wirklich Untote. Du hast Glück, dass du noch am Leben bist. Aber du hast dich gut geschlagen. Cord hat dir gesagt, du sollst vorschlagen, dass wir den Abbau in der Mine wieder aufnehmen. Die Vorkommen sind noch recht groß. Den Wassermagiern wird es sicher gefallen. Oh, das stimmt. Die Mine könnte von großem Nutzen für uns sein. Allerdings wäre der Transport des Erzes zum Lager eine ziemliche Herausforderung. Überall hängen Gardisten rum. Aber das Risiko ist es wahrscheinlich trotzdem wert. Du hast recht, aber es gibt ein Problem. Es werden Arbeiter benötigt, um das Erz abzubauen. Ich habe nicht genug Männer, um sie zur Arbeit zu schicken. Geh zu Laris und frag ihn, ob er ein paar Banditen in die Mine schicken kann. Okay. Ne, weitere administrative Planungsaufgaben finde ich gut. Ich überlege jetzt halt nur, ob es richtig war oder falsch war, das alte Lager noch nicht zu betreten. Eigentlich ist es sinnvoll, jetzt zu sagen, ja, die sind irgendwie tot. Aber ich meine, in irgendeinem Zusammenhang kommen wir ja dann mit der Rune eh noch rein. Aber kommt es dann erst später von Xardas? Ich weiß das alles gar nicht mehr so genau. Mann, das ist immer so schwierig, weil viele Erweiterungsmods halt Dinge abändern und dann ist das trübt das Gedächtnis des Experten dann auch, ne? Auch blöd. Hallo. Lee schickt mich. Wir haben beschlossen, den Abbau in der stillgelegten Mine wieder aufzunehmen. Was meinst du dazu? Keine schlechte Idee. Erz kann man immer gebrauchen. Gibt ein Problem. Lee hat nicht genug Männer, um sie in die Mine zu schicken. Und ich soll meine Banditen schicken, richtig? Ja, zu einem Zeitpunkt, an dem Gomez-Männer ungestraft unsere Jäger töten und jeden Moment im neuen Lager auftauchen könnten? Oh nein, ich weiß, dass du dich sorgst, aber das Risiko ist zu groß. Sprich mit dem Anführer der Banditen. Schließlich war er derjenige, der die Mine zuerst von Gomez zurückfordern wollte. Meinst du, das war eine schlechte Idee? Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich denke, wenn Gomez eine neue Erzquelle gehabt hätte, hätte er sich sicher beruhigt. Ich hätte eine Chance gegeben, den Konflikt zumindest einzudämmen, keine Ahnung. Aber egal, die Zeit wird zeigen, welche Auswirkungen dies haben wird. Aha. Also, soll ich vom Anführer der Banditen zum Anführer der Banditen?
blöd formuliert. Es war ja klar, dass es so hin und her gibt. Leider ist Quentin jetzt nicht unbedingt der mit der größten Mannstärke. Ach, es ist schönes Wetter. Ist das schönes Wetter. Das ist der Emanuel. Und der Chris, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Boah, der ist schon rumgetrieben. Alte Würfler. Der einzige Würfler, der noch übrig ist. Der andere wurde nämlich vom Berg umgebracht. Hallo. Das ist jetzt dumm. Hallo. Ja, wie? Zu Quentin. Ich muss aber erst... Ich könnte auch einfach besser lesen, ne? Das ist auch eine Idee. Jetzt bin ich einfach Hals über Kopf losmarschiert. Ich hab das komplett verdrängt, dass der mir hier geschrieben hat und gesagt hat, ich soll das mit Lee erstmal abklären. Also ich glaube, er hat es gar nicht groß im Dialog erwähnt, aber zumindest steht es halt im Questlog. Lee schickt mich bla 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 bla. Und ab die Post wieder auf die andere Seite von der Wohnhöhle. Bin mal gespannt, was wir dann da noch in der freien Mine, ob man da auch das noch ein bisschen ausgeführt hat. Vermutlich nicht. Das wird dann vom Umfang her vermutlich ähnlich sein wie jetzt in der verlassenen Mine. Reicht ein bisschen länger. Ja, muss ja auch den Kumpel vom Urschlag noch finden. Wenn es dann soweit ist, aber erstmal sind wir hier noch beschäftigt. Also Laris hat auch nicht genug Leute. Wusste ich's doch. Na dann haben wir ein Problem. Wenn wir niemanden in die Mine schicken, wird Gomez sie wahrscheinlich wieder besetzen. Laris hat dir aber gesagt, du sollst die... Oder Laris sagt dir, du sollst die Banditen um Hilfe bitten. Das stimmt, vielleicht schicken sie einige ihrer Leute in die Mine. Geh zu Quentin und mach ein Geschäft mit ihm. Biete ihm ein Viertel des abgebauten Erzes als Bezahlung an. Bin schon auf dem Weg. Ja. Und jetzt, kriegen wir wohl doch noch einen Dialog. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und schon wieder, ihr seht, das ist irgendwie so vorgeskriptet. Das ist kein Zufall, es regnet schon wieder. Das ist irgendwie im Vorfeld schon festgelegt. Das ist nicht komplett random. Hier im Regen. Hallo. Ich bin gekommen, um zu verhandeln. Verhandeln, hä? Ich komme auf Lees Anweisung. Ich bin hier, um dir einen Vorschlag zu machen. Natürlich in seinem Namen. Wir wollen den Bergbau an dieser Stelle wieder aufnehmen, aber wir haben keine Arbeiter. Lee verspricht dir ein Viertel des Erzes im Tausch gegen die Arbeiter. Soll ich meine Männer in die Mine schicken? Ja, ich habe bereits gesagt, dass ihr den vierten Teil, den sie ausgegraben haben, behalten dürft. Ja, so soll es sein. Die meisten dieser Faulpilze schlafen sowieso den ganzen Tag. Sag Lee, ich werde ein paar Männer schicken, aber dafür musst du auch was für mich tun. Und das wäre? Bring ein paar erfahrene Bergleute für die Arbeit in der Mine mit. Meine Leute kennen sich da überhaupt nicht aus. Ich habe da schon eine Idee. Ich soll den Bergen Viertel anbieten, die sind das. Hat Lees Vorschlag zugestimmt. Der Anführer will einige seiner Männer in die Mine schicken, aber er hat mich im Gegenzug um einen Gefallen gebeten. Ich soll... Wo kann ich so jemanden jetzt finden? Ich wüsste da wen. Sogar ein paar, um genau zu sein. Sogar gar nicht mal so wenige. Und Milton, ist es wirklich Brandig da vorne? Dass der Drecksack das auch geschafft hat. Der läuft doch gerade so quasi auf die anderen zu. Also natürlich steht er schon seit mehreren Ingame-Tagen da rum, aber ich glaube lore-technisch... Ist es Brandig, der auch im Originalspiel einen da erwartet? Es könnte sogar sein. Das wäre wirklich einer der einzigen, die diese alte Mine-Fiasko-Sache überlebt haben. Sehr krass. So, der Verfasser des Tagebuchs ist ein erfahrener hier Bergbauer. Der versteht sein Werk, den könnte man fragen. Und zusätzlich können wir noch Viper und Co. fragen. Die haben wir auch schon getroffen, die Jungs. Die lümmeln ja da hinten rum. Ja, das wäre eigentlich perfekt. Genau die Arbeiter, die wir brauchen können. Ich denke mal, der Gläst zähle ich dazu. Der Typ, der in der verlassenen Mine sitzt. Ich meine, der ist ja eh schon da. Vielleicht bleibt er ja da. Vielleicht verreckt er auch. Keine Ahnung. Bleibt abzuwarten. Aber Grimes und wer sind da noch? Die Gilbert. Ach nee, Gilbert ist derjenige, aber der Grimes ist trotzdem hier. Nevermind. Aber Gilbert hat nichts zu sagen, aber Grimes. Hey, es ist schön, dich wiederzusehen, Junge. Ich bin froh, dass du noch am Leben bist. In letzter Zeit schwebt der Tod über allen in der Kolonie. Was meinst du damit?
Nun, es ist der Beginn des Krieges. Die Feuermagier und die Menschen, die in der alten Mine arbeiten, waren seine ersten Opfer. Bald werden auch die anderen Lager dem Wahnsinn von Gomez zum Opfer fallen. Das neue Lager wird das erste sein, das fällt. Was heißt über Gomez Pläne? Nichts, ich bin nur ein Budler. Wäre ich nicht von ein paar Gardisten aus dem Lager vor der Mine gerettet worden, hätte ich das Schicksal der anderen geteilt. Innerst sei Dank war ich in der Nähe des Ausgangs, als er einstürzte. Woher weißt du, dass der Krieg ausbrechen wird? Sieh dich nur um, Junge. Gomez wurde seiner Einnahmequelle beraubt, wodurch seine Autorität im Minental jeden Moment zusammenbrechen kann. Deshalb hat er einen Teil seiner Truppen in das neue Lager geschickt. Ich weiß, dass Lee und seine Söldner ihn nicht gehen lassen werden. Die Bruderschaft des Schläfers wird das neue Lager unterstützen, denn Gomez hat befohlen, die Abgesandten der Bruderschaft, die sich im Lager aufhalten, umzubringen. Ich habe gehört, dass Koanga unglaublich wütend ist, und sobald die Kämpfe beginnen, wird er seine Templer zur Vergeltung aussenden. Die Banditen aus den Bergen sind auch nicht in einer guten Position. Wahrscheinlich wird ihr Lager jetzt, da die Gardepatrouillen ausgesandt worden sind, entdeckt werden. Ich habe auch ein paar Pläne von der Mine, der stillgelegten Mine gehört. Woher weißt du das alles? Ich bin ein guter Beobachter, Junge, und ich habe viele Freunde in der Kolonie. Da verfüge ich über eine Menge Informationen. Du hast gleich zwei Grubeneinstöße überlebt. Du musst ziemlich mitgenommen sein. Danke für deine Besorgnis, mein Junge. Aber mir geht es gut. Ich war auf diese Situation vorbereitet. Natürlich war die Situation nach dem Einsturz der verlassenen Mine nicht so dramatisch wie jetzt. Aber ich glaube, dass wir es mit der Hilfe der Götter schaffen werden. Was wirst du als nächstes tun? Ich werde in der Höhle bleiben und das ganze Durcheinander aussitzen. Dann melde ich mich freiwillig, um in einer Mine zu arbeiten. Ja, du, ich hätte sogar direkt schon was, ein Angebot für dich, aber ja, du willst ja nicht. Aber sonst wollen die ja nicht reden, ne? Also, schade, dass wir dem das jetzt nicht unterbreiten können, das Angebot. Ich habe das Gefühl, das ist schon fast ein Fehler, dass das nicht gelungen ist. Ich will gar nicht an die Pfanne. Und die Angela hat auch nichts zu sagen, nee. Gut, dann sind es, vermute ich mal, doch nur die anderen Lümmel. Also sprich, Viper und Co., die da hier irgendwie eventuell wichtig sein könnten für diese Quest. Ich dackel jetzt mal ganz kurz hier hoch, weil in Escape konnte man da in diesen kleinen Kessel rein. In dem Fall zu den Orkjägern. Mal gucken, ob das hier auch fruchtet. Vielleicht muss man ja gar nicht vorne durch die Haupttür. Aber hier ist erstmal nichts mehr. Okay, mal gucken, ob wir da hochkommen. Ich glaube es zwar eigentlich nicht, aber kann es ja mal versuchen. Eigentlich sieht es recht gut aus, ne? Ich würde sagen, wir kommen von hier rein. Mensch! Wir haben es geschafft. Ich habe so keine Ahnung, wie wir dann rauskommen. Aber man hätte vielleicht schon viel früher hier reingekonnt. Ich komme mir gerade ein bisschen blöd vor. Egal, guten Tag. Komme ich hier runter? Und zack, drin sind wir. Wer bist denn du? Ein Krieger. Und? Das reicht. Im Moment verdienst du es nicht, dass ich dir mehr über mich erzähle. Was machst du? Was macht dich also sicher? Kannst du wenigstens einen von Flöhen zerfressenen Orkhund schlachten? Ich habe mehr Orks ins Gras beißen lassen, als es Blätter an den Bäumen dieser verfluchten Kolonie gibt. Aber vielleicht würde ich meine Meinung über dich ändern und hätte darüber hinaus noch einen sehr guten bezahlten Auftrag für dich. Ach wirklich? Was soll ich tun? Für den Auftrag bringst du mir das Schwert einer Ork-Elite. Ich will wissen, ob ich es mit einem echten Krieger oder einem Muttersöhnchen zu tun habe. Das wird nicht einfach sein. Leicht im Leben hat es vielleicht eine Gomez-Hure, aber nicht ein harter, echter Kerl aus Fleisch und Blut. Das Leben ist ein ständiger Kampf ums Dasein und Überleben, mein Junge. Und wenn du wirklich die Eier und das Talent zum Kämpfen hast, dann wirst du es schaffen. Nichts ist unmöglich für einen Mann mit der Seele eines Kriegers. So soll es sein, obwohl ich nicht weiß, warum ich das jetzt tue. Bravo, vielleicht wirst du ja doch noch ein Mann. Wenn du diese Waffe findest, bring sie als Beweis mit und versuch nicht, mich auszutricksen, sonst steche ich dir die Klinge in die Brust. Viel Glück, Neuling. Okay, der geheimnisvolle Castagier. Ha, zum Glück habe ich besagte Waffen damals nicht verkauft. Ich wusste schon, warum. Ich habe das Schwert, das du wolltest. Ausgezeichnet, ich muss zugeben, dass ich nicht mit diesem Erfolg gerechnet habe. Aber trotzdem, ich kann sehen, dass du mir wirklich von Nutzen sein wirst. Kannst du mir jetzt mehr über dich erzählen? Ich bin Castagier. Obwohl ich aus der Wüste von Varan stamme, bin ich mein ganzes Leben lang gereist, um meine Fähigkeiten im Kampf zu verbessern.
So habe ich zum Beispiel den Axtkampf in Nordmar erlernt, wo ich eine Zeit lang mit einem der dortigen Clans zusammenlebte und kämpfte. Wie bist du hergekommen? Ich reiste mit einer Truppe von Söldnern durch Methana und war selbst einer von ihnen. Eines Tages stießen wir auf ein Dorf, das von Robas Männern zerstört und ausgeraubt wurde. Wir schnappten unsere Waffen und vertrieben die gierigen Soldaten. Als wir jedoch in die nächste Stadt kamen, hatten diese Soldaten bereits ihre Vorgesetzten informiert. Als der richtige Moment gekommen war, nahmen sie uns plötzlich gefangen. Sie schlitzten mehrere Jungen die Kehle auf, beschlossen aber, dass zumindest einem der Schauprozess gemacht werden sollte. Und das warst du? Eben, der Prozess war eine Farce. Und der aufgeblasene, fette Mistkerl im gelben Kittel, der Richter, ordnete an, mich sofort im Minental abzuladen. Und wie hast du Wilsons Leute kennengelernt? Es gab nicht viele Alternativen. Der Konflikt zwischen dem alten Lager und dem neuen Lager interessierte mich nicht. Und die Sekte war für mich nicht der richtige Ort. Ich hatte auch von Banditen gehört, die sich irgendwo in den Bergen verstecken sollten, aber ich bin ihnen nie begegnet. Ich bin bei Wilsons Leuten, und bei Wilsons Leuten fand ich Frieden und konnte meine Kampffähigkeiten wieder ungehindert verfeinern, ob im Lager oder im Kampf gegen Orks. Ja, und wie war das? Du hattest angeblich einen interessanten Auftrag für mich? Oh ja, so könnte man es nennen, aber dieses Schwert dort zu bekommen, ist ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was ich dir jetzt abverlange, was dich jetzt erwartet. Aber die Belohnung wird die Mühe auf jeden Fall wert sein. Also sag mir, was ist es? In der Nähe befindet sich eine Statue, sie stellt einen Ork-Krieger dar, aber da ist noch was anderes. Was ist da los? Auf der Statue befindet sich ein mächtiger, besonderer Kristall. Er sammelt eine beträchtliche Menge an magischer Energie aus der Umgebung. Allerdings ist er nicht vollständig aufgeladen. Die Ork-Schamanen halten Gebete ab und führen magische Rituale durch, sodass seine Kraft mit jedem Tag zunimmt. Wenn seine Macht vollständig ist, werden die Orks eine mächtige Waffe erhalten, die sie mit Sicherheit gegen uns, das heißt die Menschen unter der Barriere, einsetzen werden. Und was willst du jetzt tun? Man muss versuchen, dieses Artefakt an sich zu bringen. Zuerst muss man sich der Schamanen und ihres Lagers entledigen. Es bleibt jedoch nur die Frage nach den Schutzmechanismen, die die Ork-Schamanen sicher an dem Kristall angebracht haben. Ich wusste aber, was zu tun ist. Ein Problem? Ein bestimmtes Buch muss beschafft werden. Der Magier Uturiel, ein Einsiedler, der in den Ländern der Orks lebt, hat wahrscheinlich Informationen darüber. Er versteckt sich wahrscheinlich in irgendeiner Höhle. Hole dieses Buch von ihm und du wirst der Sache ein gutes Stück näher kommen. Und der Titel? Die Macht der magischen Kristalle. Allerdings, mach das nicht umsonst, ne? Die Belohnung wird dir nicht entgehen, da kannst du dir sicher sein. Okay, also das mit den Orkjägern war vielleicht alles bekloppt und schon viel früher erreichbar. Das geht jetzt auf meine Kappe. Ich bin immer noch auf der Suche nach den Butlern natürlich, aber... Immerhin... Können wir jetzt hier rein. Oh Mann, ey, das hätte ich schon viel früher machen können, glaube ich. Das ist jetzt ein bisschen bescheuert, muss ich tatsächlich gestehen. Und ärgert mich auch ein bisschen. Oh, damit sogar so eine Balliste hier oben, ist ja cool. Ich denke mal, so viele Orksöldner wird es auch hier gar nicht geben. Das sind nur eine Handvoll. Orksöldner, Orkjäger, Garrett. Was zum Teufel machst du hier? Entspann dich, ich habe keine bösen Absichten. Es ist beeindruckend, dass du es hergeschafft hast. In der Gegend wimmelt es nur von Orks. Sei vorsichtig und wag dich nicht noch weiter. Wer seid ihr? Wir sind Orkjäger. Wir jagen diesen Abschaum für Trophäen und Erfahrung. Kennst du die Kolonie gut? Ich war hier und dort. Ich habe 3 Jahre im neuen Lager verbracht, aber es wurde mir zu langweilig, das Erz zu bewachen. Ich halte diesen ganzen Plan der Wassermagier für einen Witz. Ich war auch bei den Klippen, beim Nebelturm. Ich habe dort in den Wäldern gejagt. Es wimmelt nur so von Schattenläufern und anderem Unrat. Offenbar gibt es in den Wäldern ein paar Jäger, aber ich bin mir nicht sicher. Vielen Dank für die Informationen. Echt, da sind Jäger, wo sollen die sein? Hey du. Oder sind die jetzt ab Kapitel 4 dort? Also von den beiden haben wir mäßig viel Information schon mal erhalten. Ich glaube, normalerweise ist hier im Hauptspiel, weiß ich gar nicht, ein paar Orks oder so oder Orkhunde, sonst gar nichts. Wir dopsen mal hier runter. Ja, tatsächlich, wir hätten von oben reinlatschen müssen. Ach, wie blöd, ehrlich, das ist ja total dumm. Gavilan. Oh, wie sehr hast du es auch zu den Orkjägern geschafft, wie ich vor einer Weile. Ja, das ist richtig. Wie kamst du auf die Idee, hierher zu kommen? Nun, ich habe neue Kontakte geknüpft, um mein Handelsangebot zu verbessern. Deshalb habe ich den Kessel verlassen. Bald erreichte mich die Nachricht, dass Gommes Truppen die freie Mine angreifen würden. Was für ein verachtenswerter Hurensohn. Wahrscheinlich sind alle früheren Bewohner dieses Ortes weg. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, hierher zu kommen? Das war alles nur ein Zufall. Ich bin einem der Jäger bei einer Erkundungstour begegnet. Ich habe ihn gefragt, wo er sich aufhält und ob es noch mehr von ihm gibt. Er führte mich hierher und Wilson ließ mich hier Zuflucht finden. Das war sehr nett von ihm. Ich bin ihm zu großem Dank verpflichtet. Ich habe ihm aus Dankbarkeit etwas Erz gegeben, aber das ist immer noch zu wenig. Wenn ich auf eine Patrouille von Gommes Männern stoßen würde, wäre mein Schicksal besiegelt. Jetzt morden sie ohne jedes Erbarmen. Der Wahnsinn muss so schnell wie möglich beendet werden.
Das hoffe ich aufrichtig, aber es wird eine schwere Aufgabe für den, der es übernimmt. Und du hast neues Angebot? Nee. 10 Käsesuppen nehme ich trotzdem mit. Ein Bärenfell, das hat er von uns. Das ist die Sache, ich habe das Gefühl, wir hätten schon viel früher hierher kommen. Vielleicht nicht sollen, aber können. Ich habe die große Angst, dass wir irgendwas verpasst haben. Dass wir vielleicht in Kapitel 2 oder 3 hier schon hätten reinhüpfen sollen, weil scheinbar ging es ja. Ist ein bisschen doof. Das heißt, in der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir noch Quests mitnehmen und hoffentlich lassen sich auch alle noch bearbeiten, weil nicht, dass es irgendeine Quest bei den Orkjägern gibt, wo es dann heißt, ach du, ja, geh mal zum Brandig oder zu sonst wem, der uns jetzt schon feindlich gesinnt ist, zum Berg am besten und helf dem bei Missionen A, XY. Gut, ich meine, theoretisch passt es schon, dass wir jetzt in Kapitel 4 hier sind, wo es auch ins Orkgebiet geht. Deswegen bin ich eigentlich nur ein bisschen besorgt. Vielleicht auch unnützerweise. Ansonsten, wir müssen zumindest mal für Snuffs Beutel auf jeden Fall noch und auch natürlich für Norton ins alte Lager eh zurück. Ansonsten müssen wir die Arbeiter für die Mine suchen, für die neue, und dann müssen wir noch hier Quatsch machen mit Uturiel. Den müssen wir eh schon noch antreffen. Der hat auch noch eine Quest für uns. Also es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun, bevor wir jetzt, ich sag mal, explizit ins alte Lager gehen, beziehungsweise explizit bei Saturas dann nachhaken, wo es zu Xardas geht. Das hat noch ein bisschen Zeit. In diesem Sinne, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.